Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zu dieser gemütlichen Runde in Medieval Dynasty. Das Spiel macht mir immer noch sehr, sehr viel Spaß. Ich hoffe, euch macht es auch Spaß beim Schauen. Vergesst den Abo nicht, den Kommentar. Darf ich bitte ausreden? Danke. Und ein Like, das ist ja nicht schlecht. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Folge. Und damit, let's go. Was ist mit euch? So, dritter Tag des Frühlings. Ist noch Frühling? Ja, ich glaube Frühling. Herzlich willkommen in meinem Dorf. Und ja, hier arbeitet noch niemand, weil ich bin der Erste, der aufsteht. Der frühe Vogel fängt den Wurm und so. Ansonsten würden dann zum Beispiel hier auf dem Feld welche arbeiten. Ich guck gerade mal. Ne? Wurde ja alles ausgesät, ja. Das Feld ist komplett mit Kohl fertig, ne? Das hier wurde noch nicht gedüngt. Erstmal ist das hier drüben dran mit Dünger. Irgendwie sieht das ein bisschen komisch aus, ne? Naja, wird schon seine Richtigkeit haben. Da oben haben wir noch die Hütte, die halb fertig ist. Wir haben ja noch sehr viel Reputation, ne? Also wir könnten noch Leute einstellen. Müssten halt nur dafür sorgen, dass wir die Hütte da oben noch fertig kriegen. Dann hacke ich gleich mal Holz und dann arbeite ich ein bisschen an der Hütte. Hier guckt eine Schweineschnauze aus der Flechtwand. Ich hoffe, der Dung hier wird auch eingesammelt und verarbeitet. Das, was ich hier oben fühlen würde, hoch auf dem Berg, so ein paar Plantagen. Also, dass wir irgendwie, weiß ich nicht, Apfelbäume sehen oder so. Auf irgendeinen Baum werde ich mich sowieso spezialisieren. Dass ich dann nur Pflaumen oder Äpfel oder irgendwas hier anpflanze. Und dann so der Magnat bin des Tals, was diese Frucht angeht. Das fühle ich. Richtiges Monopol. Baumfeld! Sehr gut. Ich habe noch einen Bronzehammer. Siehst du, den kann ich noch benutzen, weil gerade mein Holzhammer kaputt gegangen ist. Der Bronzehammer müsste ja eine Weile länger halten. Würde ich jetzt mal behaupten. Aber mir fehlen wieder Baumstämme. Also, ey, wie viele Bäume ich jetzt hier schon gefällt habe, ne? Irgendwann müssen das meine Dorfbewohner wieder machen. Wie sieht es eigentlich gerade aus mit Feuerholz? Da kann man ja so ein bisschen was dran ableiten. Also wir haben Holz 295 und Bedarf 229. Nicht so gut. Mir fehlt noch ein bisschen Stroh, sonst hätte ich die Hütte jetzt fertig gebaut. Schade. Naja, Gott sei Dank haben wir hier unten am Fluss gleich was. Pflück ich mal ein bisschen Stroh. Aber wenn wir erstmal Hafer und Roggen und sowas abernten mit der Sichel, dann werden wir so viel Stroh bekommen, dass wir das hier alles nicht mehr machen müssen. Uns hier knietief im Wasser umärgern mit dem ganzen Ried und so. Das wird nicht mehr passieren. Stellt euch mal vor, man kann erst Strohdächer bauen, wenn man tatsächlich auf dem Feld Stroh geerntet hat. Das wäre krass. So, ich brauche was zu essen. Ich hoffe, ihr habt mir eine Kohlsuppe übrig gelassen. Oh ja, eine ist da. Oh, schnell noch gegriffen, bevor sich die jemand anders greift. Hopp. Kohlsuppe ist das Äquivalent zu einem Döner in meinem Dorf, ne? Also, wenn du dir was gönnen willst, so was Schönes, Leckeres, nutze eine Kohlsuppe. Ich will hier vorne mal was testen. Und zwar eine Jagdarbeitsstation, sondern eine Gerbstation. Würde ich gerne mal testen, um zu sehen, ob die hier vielleicht an dem Ding arbeiten. Weil jetzt, die chillen ja hier den ganzen Tag nur. Ich will, dass die hier draußen vielleicht so ein bisschen an der Gerbstation arbeiten. Das wäre nice. Naja, können wir ja mal beobachten. Vielleicht passiert es ja noch. Aber erstmal sieht das auch dekorativ da sehr gut aus an der Stelle. So, nächste Hütte ist fertig. Also könnten hier wieder zwei Leute rein. Ich habe super viele Bierflaschen. Ich würde mal ein bisschen was zusammensuchen, was ich verkaufen kann. Um dann von dem Geld Roggen und Haferkorn zu kaufen. Muss natürlich gucken, wie viel wir davon brauchen. Wir müssen ja nicht zu viel kaufen.
Das können wir verkaufen. Ich werde mich auch schon mal umziehen wieder. Hopfensetzling. Nee, behalten wir erstmal noch. Das behalten wir erstmal noch. Kohlsamen könnten wir verkaufen. Weil, genau, wir haben nämlich schon Kohl gesät. Und das ist ja alles, was wir an Kohlsamen brauchen für ein Feld. Das haben wir schon ausgesät. Deswegen könnten wir theoretisch Kohlsamen verkaufen. Das werden wir auch tun. Roggenkorn. Ja, das Zinnerz verkaufe ich auch mal. Tollkirsche. Wozu? Naja, egal. Guck mal ganz kurz in die Verwaltung und die Felder rein. Wie groß sind denn unsere Felder? Wir brauchen Roggen 80 Körner und Hafer 72. Okay, wir gehen ab ins Flussdorf und kaufen uns Roggen und Hafer. Vielleicht gibt es auch Leute, die bei uns arbeiten möchten. Also was noch cool wäre, wäre jemand, der in Gewinnung 3 hat. Dann können wir wieder den Grabenschuppen mit Personal ausstatten. Und vielleicht noch jemand, der im Feldschuppen arbeitet, also der Landwirtschaft drauf hat, damit wir halt das Aussehen jetzt einfach noch hinbekommen. Also ist das jetzt mit der Mehrarbeit, die wir jetzt faktisch auch haben, das muss ja auch jemand machen. Ich mach das nicht. Nee. Wie sehe ich aus? Ich bin der hier, ich bin der Dorfherrscher. Ich bin der Kaiser dieses Dorfes. Schon mal gesehen, dass ein Kaiser ein Feld bestellt? Ich glaube nicht. Wir gucken gleich mal hier vorne. Vielleicht gibt es hier genau die, die wir jetzt brauchen. Apropos die, es sind einfach nur zwei Frauen hier. Aber eine hat schon mal... Ja, drei in Landwirtschaft. Du bist 30! Nein, geh weg! 30. Leute. Wie alt bist du? 26. Was ist mit euch? Kein Wunder, dass ihr hier sitzt. Niemand will euch haben. Die sind faktisch schon tot. Es geht jetzt nicht darum, dass ich hier alte Leute diskriminiere. Aber in diesem Spiel ist es natürlich wichtig, dass die so jung wie möglich zu uns kommen. Ich denke da einfach nur ökonomisch, ja. Also nicht, dass ihr mir das jetzt für falsch auslegt oder so. Aber ich glaube, ihr versteht das. Jeder, der dieses Spiel spielt, der versteht das. Was ist eigentlich mit ihr? Baust du da ein Baumhaus oder was? Was ist das hier für ein Baum? Kann ich nicht sehen. Finde ich gut. Hauptsache, wir können noch handeln. Ja, wie viel Bier wir gesoffen haben schon in unserem Dorf. Aber ich könnte wetten, es gibt gerade kein Bier mehr. Kauf mal meine Kohlsamen. 142. Ja, easy peasy. Okay. Und ich hätte gerne von dir... Was hatten wir gesagt? Ich habe schon wieder vergessen. Müssen wir mal reingucken in die Verwaltung. Wir brauchen 72 Hafer und 80 Roggen. 72 Hafer. Hafer kommen. 72. Teuer. Digi teuer. Und 80 Roggenkorn. Warte mal, ich hatte noch 6 Roggenkorn im Lager. Dann brauche ich ja nur 74. Wir müssen Geld sparen. Das ist ja alles teuer genug. Best goods in the realm. See you around. Okay, tschüss. So, Roggen und Hafer wird jetzt angebaut im Dachsdorf. Bring das nur noch rüber und dann geht's los. Achso, Dünger wäre noch gut, ne? Ah, ich kaufe noch mal Dünger, komm. Ich kaufe mal von meinen letzten Moneten noch ein bisschen Dünger. Weil wir gerade so ein bisschen... wir haben immer das Problem, dass wir oben links... Entweder haben wir das Problem, dass die Scheune kein Material hat, also kein Dung. Oder wir haben das Problem, dass der Feldschuppen keinen Dünger hat. Habe ich sie irgendwie freigesprengt jetzt eben gerade? Sie ist jetzt runtergegangen, ne? Jetzt ist sie hier. Und wäscht irgendwie Wäsche. Okay. Zeig mir nochmal, was du an Dünger hast. 125 kann ich kaufen. Ja, komm. Ich kaufe das jetzt. Haben wir halt kein Geld mehr und sind heftig überladen, aber...
Ich investiere. Man muss auch investieren. Man kann nicht immer nur die Kohle von seinem Dorf einsacken und seine Leute nicht bezahlen. Ey, apropos. Ihr müsst euch unbedingt mal auf... läuft jetzt gerade auf Netflix die Serie 1670 angucken. Da geht es um ein polnisches Dorf im Mittelalter. Und es ist so witzig, weil das vom Humor so ein bisschen so ist wie Stromberg oder The Office oder so. Also schon so mit Talking Heads, mit Interviews und sowas. Zwischenzeitlich, als ob man den Eindruck bekommt, dass das Kamerateam, was da in dem Mittelalterdorf ist, tatsächlich mit denen interagiert so ein bisschen so. Das ist super. Ey, guckt es euch an, ist wirklich top. Vor allem, wenn man jetzt Medieval Dynasty gerade spielt auf der neuen Map. Es gibt so viele lustige Referenzen, es ist super. Warte mal, haben wir noch ein Säckchen? Ja, auf der 8. Was kann man denn... Roggen ist von Herbst bis Frühling. Hafer ist von Frühling bis Herbst. Scheiße. Das muss ich jetzt noch aussehen. Das muss ich jetzt noch aussehen. Ich. Weil die wird das nicht mehr machen. Die hat gleich Feierabend. So, was können wir schon reintun? Roggenkorn tun wir schon rein, weil das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Welches ist das Hafer? Bild. 72. Dass das schon angefangen wurde zu düngen. Okay, sehr gut. Das ist schon mal gut. Das hier. Das muss jetzt im Frühling noch, für den Rest des Tages muss das jetzt noch gesät werden, ja. Machst du jetzt noch was? Komm schon, hack noch für mich. Du sollst hacken und nicht düngen. Gott sei Dank hält mein Säckchen noch. Komm, ja, düng hier vorne, ich düng hier hinten. Ach, toll, ein Feld hast du gehackt. Jetzt hast du Feierabend oder was? Schönen Feierabend, wünsche ich. Ich mache hier noch weiter. Die haben keinen Sinn für Überstunden. Also wenn es mal heißt, hier ist nur noch ein Tag Frühling oder so. Ach, Leute. So, jetzt hacken wir noch. Brauch gleich eine neue Hacke. Ja. Ich gehe mal schnell Holz hacken. Ich bin auch dreckig wie der Hund, ne? Krass. Aber so hundertprozentig dreckig war ich noch nie in dem Spiel. Irgendwann fiel mir dann doch ein, dass ich mich waschen soll. Aber dafür gibt es ein Achievement. Ich habe das schon mal bei jemandem gesehen, der das in meiner Steam-Playlist auch spielt. Dass der schon mal 100% dreckig war. Der Eklige. So. Ich craft mir gleich ein Säckchen. Weil ich sehe schon, dass das wird schief laufen. Und den Dünger müssen wir auch loswerden. Wir sind halt krass überladen. Dünger raus, Säckchen craften und dann geht's weiter. So, Leder, Leder. Ja. Mach mal 2. Mehr werde ich dafür nicht brauchen. Und wir wollen Hafer sehen. Ich guck mal kurz in die Technologie, wie viel brauchen wir eigentlich noch, wenn wir jetzt einen Eselstall haben wollen würden. Ah, den müssten wir eigentlich gleich freischalten, den Eselstall. Top. Vielleicht kann ich dann in dieser Folge noch einen Eselstall bauen. Ich freue mich. Ja, 2 Säckchen habe ich jetzt schon verbraucht, also das war auch schon... Das war gut, dass wir die 2 Säckchen gemacht haben. Das letzte werde ich jetzt nicht verbrauchen, aber ja. So, bis aufs letzte Korn, genau, habe ich jetzt das Haferfeld gesät. Und hier drüben haben wir das Roggenfeld. Das braucht jetzt im Frühjahr noch nicht gesät zu werden. Aber sehr gut, ich habe es noch geschafft. Gerade so. Jetzt heißt es ab ins Bett und Sommer. Dann ist wieder Sommer. Warte, ich ziehe mich jetzt schon mal um. Ich ziehe mich jetzt schon mal um. Inventar. Einfaches Leinenhemd.
Und die Kappe muss weg. Die Handschuhe müssen aus. Und die einfachen Schuhe an. Top. Und wir haben den Eselstall freigeschaltet. Let's go. Na, dann können wir ja im Sommer jetzt schön einen Eselstall bauen. Eventuell ein bisschen Kohle machen und uns einen Esel kaufen. Schön. Es ist Sommer. Erstmal gucken wir auf das Feld. Ist alles glatt gelaufen mit dem Hafer? Aber ich denke schon. Yo, das sieht gut aus. Guckt's euch an. Schön. Hier wächst der Hafer. Alles richtig gemacht. Das hier kann jetzt gedüngt werden und gesät werden. Das macht sie aber dann schon. Geht, glaube ich, von Herbst bis Frühling oder so. Muss Roggen wachsen. Hier haben wir ein Riesenfeld mit Kohl. Irgendwann werde ich das hier auch nochmal separieren. Da kommen dann noch andere Feldfrüchte dazwischen. Aber jetzt sind wir erstmal auf Kohlsuppe. Kohlsuppe ist unser Döner. Habe ich ja schon gesagt. Und wir gucken jetzt mal, was und wie bauen wir jetzt diesen geilen Eselstall. Man kann ja das ein bisschen so separieren. Ne? Das Teil kommt vorne an die Straße. Und das ist von dem anderen getrennt. Und dann im anderen können wir dann den Zaun ansetzen. Wisst ihr, was ich meine? Jetzt haben wir Sommer, jetzt können wir auch wieder das Holz aus dem Lager nehmen. Das ist jetzt gar kein Problem mehr. Weil jetzt dürfte ja eigentlich an Holzheizerei gar nichts mehr da. Also hier 114 brauchen die gerade nur. Easy. Hier hole ich mir mal die Holzstämme aus dem Lager. Oh, ich brauche Bretter, um das fertigzustellen. Okay, interessant. Sehr viele Bretter sogar. Na, dann mache ich mir gleich mal hier vorne Bretter. Ich habe ja hier gleich den Holzfällerschuppen. Zwei Bretter fehlen mir noch. Für zwei Bretter brauche ich, glaube ich, einen Holzstamm, ne? Ja, dann hole ich mir hier schnell noch. So, Eselstall ist gebaut. Jetzt sorgen wir noch dafür, dass es hier wirklich gut aussieht. Den Weg binden wir hier noch an. So, schön. Und jetzt bauen wir einen Zaun. Holzzäune. Gatter. Holzgatter. Tja. Das kann ich noch nicht bauen. Es scheitert jetzt tatsächlich daran, dass mir das Schemata für ein vernünftiges Tor fehlt, beziehungsweise ich einfach keine Moneten habe, um mir das zu kaufen. Aber wir haben erstmal einen Eselstall gebaut. ja. Theoretisch könnten wir uns jetzt schon Esel besorgen. Aber naja, lassen wir das erstmal so. Wir haben erstmal den Eselstall gebaut. Ich muss auch überlegen, wie ich das hier mit den Schweinen mache, ob die hier ihren Zaun behalten dürfen oder ob ich da einen anderen hinsetze, der höher ist für die Esel halt. Ich bin mir da überhaupt noch gar nicht sicher. Also lassen wir das erstmal so und ich denke mir da noch was aus. Was die da oben für barkeisige Nummern da bringen, ja? Versuchen die gerade hier runterzukommen? Es gibt doch da vorne einen Weg, Leute. Und zur Not nimmt den Weg da oben. Den offiziellen. Naja, komische Leute. Sie dückt sehr gut. Ja, ich werde mir noch ein paar Kohlsuppen kochen und eventuell verkaufen. Ich verkaufe auch mal ein bisschen Kohl, weil wir haben echt viel Kohl, ne? Wir kriegen ja jetzt wieder einen neuen Kohl, den sie da ernten muss. So, mein Freund, kauf mir mal meinen ganzen Kohl ab. Ich weiß, ich krieg dafür nicht mehr so viel, weil die Haltbarkeit von dem Kohl nicht mehr so gut ist. Aber meine Kohlsuppe, die sollte noch was bringen. Okay. Kann ich mein Leder noch verkraften zu kleinen Säckchen? Und dann habe ich erstmal wieder eine kleine müde Mark in der Tasche. 638 Münzen hat mir das jetzt alles gebracht. Ist jetzt nicht die Welt, aber ein Anfang. Ihr seid halt alle Kacke.
Ja, irgendwer in Landwirtschaft eine 3? Nee. Du hast eine 2 in Gewinnung und Landwirtschaft. Du bist 24. Ja, komm. Komm jetzt mit. Komm mit jetzt. Ist gut. Geh einfach. Du bist nicht der Beste, aber was soll ich machen? Ja, ich nehme dich auch noch mit. Du bist 21. Komm mit, komm. Ab in den Grabungsschuppen mit dir. Du bekommst auch ein Haus zugewiesen. Du darfst bei ihr mit einziehen. Und du gehst bitte... in den Feldschuppen. Komm. Ich brauche einfach Leute, die Landwirtschaft machen. Er wäre jetzt ein super Handwerker. Aber was soll ich machen? Was soll ich machen? Vielleicht skillen die irgendwann auch und dann sind die auch sehr gut in dem, was sie da tun. Aber jetzt erstmal ist das so ein bisschen Überbrückungspersonal, sagen wir mal. Ne? Habe ich jetzt die Kohle, um eventuell so ein Brettergatter zu bauen? Oder was ist das hier eigentlich? Lattenzaungatter. Aber das ist kein Stockgatter, ne? Sondern Lattenzaungatter. Kaufe ich. Stock und Brett. Dann nehme ich das. Dann nehme ich das und baue damit den... ich kann ja erstmal die Blueprints setzen. Und dann gucken wir uns das mal an. Irgendwann werde ich sowieso alle Schemata freigeschaltet haben. Und mein Dorf mit Dekoration bis unter die letzte... bis unter das letzte Dach zuklatschen. Gerade auch, also mit Dekoration vielleicht in den Häusern könnten wir demnächst schon mal so ein bisschen anfangen. Vielleicht sowas mit so Hirschgeweihen und Wiesenschädeln und sowas alles. Das haben wir ja. Das habe ich ja immer aufgehoben und nicht verkauft. Und damit steigt halt die Zufriedenheit der Bewohner. Und ich glaube, dass auch mit der Zufriedenheit der Bewohner einfach die Produktivität steigt. Kann das sein? Ich bin mir da überhaupt nicht sicher, aber ihr könnt vielleicht mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr das so seht. So, jetzt haben wir hier so einen Lattenzaungatter hingestellt. Und jetzt ziehe ich hier mal einen Holzzaun lang. Mir fehlen 2 Bretter. Könnte ich diese Tür hier bauen. So, ich will das Eselgehege aber auch nicht zu groß machen jetzt. Das ist schon sehr groß, ne? Er sagt, er macht es nicht zu groß und dann wird's der hier, Leute. Dann wird's der hier. Irgendwie ist es hier dumm mit den Steinen. Machen wir es halt so. Sieht jetzt ein bisschen dumm aus, aber... nee, doch, geht. Geht eigentlich. Ja, top. Doch, gefällt mir das Gatter hier. Da kann man hier so rein, den Esel dann abladen und hier kann man dann aufsatteln und dann rausreiten und dann geht's los. So, machen wir hier noch einen Weg. Hier fangen wir an. Ungefähr. Jo. Finde ich gut. Hier vorne kann noch eine Bank hin, dass man hier schön sitzen kann. Entspannt. Doch, gefällt mir. Brauchen wir halt nur noch Baumstämme. Aber ich würde sagen, jetzt hier mit dem Eselstall, den wir jetzt frisch gebaut haben, sieht das schon sehr, sehr nice aus, jetzt die Ecke hier. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge Mad Eagle Dynasty und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, vergesst das Abo nicht und den Kommentar. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ich wünsche euch eine schöne Folge, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wer das Video schaut. Macht's gut und bis dann, ciao.